Hallo und herzlich willkommen zu mal wieder einem neuen Video. Ich weiß, etwas her. Es liegt daran, dass, ich habe allgemein nicht sehr viel gezockt in letzter Zeit. Ich war eher damit beschäftigt, an meinem Roman weiterzuarbeiten. Aber jetzt fangen wir mal an mit Super Hexagon. Das Spiel sollte jedem wenigstens ein Begriff sein, ansonsten ist man wohl sehr, sehr weit hinten geblieben, wenn es ums Gaming geht. Ein Spiel von Terry Kavanagh. Ja, also erklären ist schwierig. Ist im Prinzip ein Spiel, das die Hand-Augen-Koordination allgemein fördert. Und ich habe schon ein bisschen gespielt, aber nicht sehr viel. Und ja, im Prinzip, man fängt an mit dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Wenn man damit 60 Sekunden schafft, also eine Bestzeit von 60 Sekunden, dann schaltet man die Hyper-Version von dem Schwierigkeitsgrad frei. Das ist im Prinzip schwieriger als der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Und das gibt's mit jedem Schwierigkeitsgrad. Also hiervon gibt's eine Hyper-Version, hiervon und hiervon. Und vom Hexagon, also dem Standardmodus, habe ich halt schon den Hypermodus freigeschaltet. Ich will nicht wissen, wie der Hypermodus von Hexagonist aussieht. Das war übrigens eine lustige Geschichte. Nachdem ich Hexagon auf 60 Sekunden geschafft habe, das ist im Prinzip ein Modus geschafft, ganz normal, wollte ich Hexagoner probieren. Hab dann außerdem Hexagonist stattdessen probiert. Und hab mich dann gewundert, warum ist das so kackschwer? Dann bin ich nachher rausgegangen, um was einzustellen. Dann ist mir aufgefallen, wieso habe ich bei Hexagon noch keinen Highscore? Und dann ist mir aufgefallen, oh, deswegen. Naja, okay, machen wir weiter mit Hexagonne. Oder soll ich Hexagon zeigen? Zeigen wir kurz Hexagon, mal gucken, ob ich wieder einen Highscore hinkriege. Wahrscheinlich nicht, weil die Framerate ist ein bisschen gedroppt. Wegen meinem Aufnahmeprogramm. Oh ja, das merke ich schon hier, das ist schon etwas krass. Vielleicht schaffen wir ja trotzdem was. Ist jetzt nicht so schlimm, aber. Ne? Ich musste auch V-Sync ausschalten, damit überhaupt was ging. Könnte sogar sein, dass diese geringere Framerate, weil mir das ja im Prinzip von der Logik her mehr Reaktionsdingens geben sollte. Zeit. Könnte gut sein. Naja. Also man muss den ganzen Blöcken hier ausweichen. Wenn man einen Block nur berührt, ist es nicht schlimm. Wenn man davon zercrushed wird, also zerdrückt, dann ist es schlimm. Dann ist nämlich Game Over! Das überrascht mich wieder jedes Mal. Das überrascht mich immer jedes Mal. Ach ja, ich werde hier nicht sehr viel reden, denn hört sich vielleicht unglaublich an, aber hier muss man sich unglaublich konzentrieren. Ja. Hey, ich habe sogar einen Rekord geschaffen, 9. Gut, also vielleicht könnte das mit der Framerate tatsächlich gut sein, oder ich bin einfach nur besser geworden. Gehen wir weiter zu Hexagoner. Also ihr seht, oder hört, andere Musik, andere Farben, andere Muster. Ja, mal sehen, wie viel wir schaffen. Also wie gesagt, ich werde hier nicht sehr viel reden können, ich muss mich konzentrieren. Also, tut mir leid, wenn ich nicht sehr viel rede, aber ihr wollt ja auch, ja so zum Beispiel, sowas passiert für gewöhnlich nicht, wenn ich nicht rede. Ihr wollt ja auch sehen, wie ich was schaffe, oder? Oder mich hören, also das ist, dann seht euch andere Let's Plays an, das ist nicht das Richtige. Ihr hört meine Tasten vielleicht? Vielleicht. Der war gut. Hört man auf jeden Fall. Ich benutze übrigens WASD. WA. Oder WS. Ist gut. Gibt nämlich kein WS. Gibt nur links, rechts. Und das ist übrigens schwierig hier zu wissen, wann wo links ist und wann rechts. Muss man sich sehr konzentrieren. Also ich bin jetzt mal leise. War letzt im Angebot auf Steam für 1 Euro. Dieses Spiel. Also ist ein iPhone-Spiel eigentlich, aber wurde auf dem PC gebracht. Okay. Zu viele Blöcke! Das verwirrt mich. Game
Gut. Neue Muster bitte erst einbringen, wenn ich sie kann. Ja, gut. Das ist hier, wenn man einen Block nur von der Seite berührt, dann passiert gar nichts. Aber das kann einen halt manchmal auch aus dem Rhythmus bringen und umbringen, also muss man aufpassen. Man muss auch wissen... Oh, Moment. Ja. Man muss wissen, wo man lang gehen muss. Also zum Beispiel, manchmal ist der linke Weg halt länger als der rechte und dann wird man... dann schafft man das halt nicht rechtzeitig. Man muss meistens wirklich links oder rechts den richtigen Weg nehmen. Wie zum Beispiel gerade, da musste ich links gehen, weil rechts wäre viel zu lang gewesen. Und ihr müsst mir übrigens nicht schreiben, wie überpro ihr in dem Spiel schon seid. Wie gesagt, ich habe es heute erst angefangen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Habe ich eigentlich nicht mit gerechnet, das so schnell zu schaffen. eigentlich finde ich auch ziemlich scheiße. Jetzt sollte ich die weiteren Modi probieren. Und ich will nicht. Ich will weiter die einfachen machen. Naja, gut. Hey, ich bin hier weitergekommen als in Hexagon. Ja, das ist, so bin ich. Schwere Sachen sind bei mir einfacher als leichte. Gut, das ist schon mal nicht so gut gelaufen. Also das könnte jetzt fail werden. Das ist schon am Anfang fail gewesen. Ja, seht ihr? Der Cursor wird, glaube ich, auch pro Schwierigkeitsgrad schneller. Also das heißt, man legt mehr Weg zurück als in den anderen Modi. Was man halt auch muss, weil man hat halt weniger Zeit, um das hier alles zu machen. Ne? Ja, sowas zum Beispiel ist nicht gut. Da war nämlich eine Lücke und ich hätte durch die gerollt und nicht weiter bis zur nächsten Lücke. Das war dumm. Weil hier, seht ihr zum Beispiel, da hätte ich links gehen müssen. Oh Mann. Das könnte noch ein bisschen dauern, Deutschen. Vor allem, was mich hierbei verwirrt bei dem Modus, ist, dass die Rotation... Oh mein Gott. Dass die Rotation viel schneller ist. Also ihr seht es... Oh mein Gott. Aufhören. Das dreht sich viel schneller, der Teil. Verdammt nochmal. Ja, ihr seht, das hier ist fail. Also, dieser Modus... ist Himmel auch mit Zwirn. Und noch mehr. Ich glaube, bei diesem Modus macht mir die verringerte Framerate nicht einfacher. Könnte natürlich auch sein, dass ich einfach nur schlecht bin, was auch völlig möglich ist. Ja, schon wieder. Hätte ich rechts gehen müssen. So, ich halte jetzt mal Klappe, vielleicht schaffe ich dann ja was. Hey! Oh mein Gott. Das hasse ich mit diesem neuen Rekord. Da blinkt dieser Schriftzug und der verwirrt mich dann so, dass ich dann verkack. Das ist richtig unfair, finde ich. Wow. Zu schnelle Drehung. Bitte langsameren Gang eindrehen, drehen, einrichten, ein... Ach, egal. Was? Das hat nicht mal berührt. Zurückspulen und nochmal angucken in 1080p. Das hat nichts berührt. Ist wirklich so. Jetzt fällt mir übrigens ein, warum die Framerate so gering ist. Oh mein Gott, bin ich blöd. Okay, da war jetzt sehr verwirrend mit der Drehung. Ich weiß jetzt, warum die Framerate nur 45 FPS anstatt 60 FPS ist. Und bei diesem Spiel ist das ein Unterschied. Ein großer. Weil ich auf 1029x1080p spiele. Tadum, tsch, ich bin gut. Naja, egal, lassen wir es jetzt mal so. Ihr seht es ja sowieso nur auf 30 FPS, weil YouTube mehr nicht erlaubt. Leider.
Oh, wäre das geil, wenn man auf YouTube 60 FPS hochladen könnte. Dann wären alle Videos viel flüssiger. Aber geht halt gar nicht. Da ist schon wieder. Das hat nichts berührt. Hat es noch nicht berührt. Da hatte ich immer noch so eine Millisekunde Zeit oder so. Kommt schon, Leute. Wow. Das Muster kannte ich halt noch nicht, deswegen wusste ich nicht, was ich da machen sollte. Jetzt weiß ich's. Jetzt bin ich schlauer. Was allerdings nicht heißt, dass ich das jetzt automatisch richtig machen werde. Ich muss das erst noch ein paar Mal jetzt verkacken. Damit ich sehe, damit ich das aus Instinkt richtig machen kann. Und vielleicht sollte ich langsamer lernen, den richtigen Weg zu gehen. Das lernt man echt nicht sofort. Oh mein Gott, hör auf zu reden! Du Vollidiot. Hey, ich werde diesen LP nicht so viel reden. Rede die ganze Zeit, verkackt nur. Wow. Man kann ja mal die ganze Zeit sich nur drehen und gucken, wie weit man schafft. Das mache ich mal kurz. La 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 la. Okay, hat nicht so gut geklappt. Komm, das war Zufall. Nochmal. Okay, klappt nicht. So, jetzt fange ich mal an. Ich habe jetzt verzögert angefangen. Okay, das ist gescriptet. Ist gescriptet, immer wenn man sich anfängt zu drehen, crasht man da rein. Oh Mann. Könnte etwas länger dauern, hier einen Rekord aufzustellen. Beziehungsweise einen Rekord habe ich ja schon. Nur keinen guten. Haha. Wisst ihr was? Wir machen mal. Ups, sorry. Wir machen mal Fenstermodus. Leider kann man die Auflösung nicht einstellen, die ist dann sehr gering, aber. Wir machen mal Fenstermodus. Wir sehen uns im nächsten Video. Weil halt wegen Auflösung ändern und so, da muss ich halt dann auch im Video die Auflösung ändern und dann muss ich halt ein neues Video anfangen. Also bis gleich.